Hinter der Türchen Nummer 2 versteckt sich Bubble Bobble. Bubble Bobble, ich weiß, ja. Aber damals habe ich es Bubble Bobble genannt. Denn damals ist schon sehr, sehr lange her. Genauer gesagt, schon über 30 Jahre ist das her, dass ich dieses Spiel das erste Mal gezockt habe. Mein erstes Videospiel überhaupt. Wir schlüpfen in die Rolle eines grünen Drachen, der nicht wie Drachen es üblicherweise so machen, mit Feuer um sich wirft oder Feuer speit, sondern ja, Blasen ausspuckt. Bubble Bobble halt. Also schließt eure Gegner in Blasen ein, bringt die Blase zum Platzen und dann erledigt sie, sammelt jede Menge Boni ein. Das war cool, das hat mich beeindruckt. Vor allem die Vielzahl an Boni, die es in diesem Spiel zu sammeln gab. Es gab ja wirklich, also auch für Feinschmecker blieben ja keine Wünsche offen. Es gab alles, es gab Eisbecher, es gab jede Menge Bananen zu sammeln. Und was weiß ich was alles. Und es gab sogar eine Flasche, ein Flaschen-Item, welches dafür sorgte, dass sofort alles in der Umgebung verschwindet, also die ganzen Gegner. Und stattdessen nur noch so Bonuspunkte auftauchen, die ihr dann sammeln konntet. Und die haben mich immer so an diese Dosen-Ananas erinnert. Also hat bei mir der Drache ordentlich Dosen-Ananas gegessen. Der grüne Drache namens Bub, oder? Oder war es Bob? Nee, ich glaube, Bob war der blaue Drache, Bub war der grüne Drache. Und er war völlig wahnsinnig geworden. Er schließt seine Gegner erst in Blasen ein und dann macht er sie platt. Ja, ist er denn völlig wahnsinnig geworden? Das ganze Ding hier war ein Genozid-Run, wenn man so will. Du musstest alle Gegner in jedem Level vernichten, um weitergehen zu können. Es sei denn, du findest einen Regenschirm und skippst mal eben alles. Ja, du konntest unheimlich viele Level überspringen, wenn du diesen Regenschirm gefunden hast. Aber ansonsten musstest du dich weitestgehend selbst durch die Level schlagen, was nicht immer einfach war. Am Anfang hast du immer die gleichen Gegner, diese, für mich sah das immer aus wie so Scherzartikel, irgendwelche Aufziehroboterchen oder so, ich fand sie immer ganz komisch. Auf jeden Fall, am Anfang hattest du nur die und dann kamen später noch alle möglichen weiteren Gegner dazu, über Geister, die mit Felsen um sich warfen, dann diese komischen lila Gesichter, feuerspeiende Typis, helikopterartige Viecher, die mich immer an die Haribo-Frösche erinnert haben. Kennt ihr noch die Haribo-Frösche? Irgendwie vom Designer. Ich weiß nicht, warum ich an die Haribo-Frösche denken muss, wenn ich diese Gegner sehe. Und natürlich die wundervollen Gegner namens Drunk. So drunk, dass sie sogar mit Fusel um sich geworfen haben. Unfassbar. Aber einfach nur mit Gegner vernichten war es nicht getan. Ein großes Zeitlimit hattet ihr nämlich nicht gerade. Ihr musstet euch ziemlich beeilen. Ich glaube, innerhalb von einer Minute musste schon alles erledigt sein. Sonst wird euch ein ganz besonderer Typ auf den Hals gehetzt. Und ich habe leider vergessen, wie wir ihn damals genannt haben. Baron von Blubber. Wird er zumindest im Trailer genannt. Wow. Der war cool. Der hat es drauf. Den konntest du auch nicht aufhalten. Es ging um Leben und Tod. Du musstest irgendwie versuchen, so die letzten Gegner oder den letzten Gegner noch wegzukriegen und dich nicht von dem erwischen zu lassen, weil egal, womit du es probiert hast, selbst wenn du irgendwie ein Item eingesammelt hast, mit dem du kurzzeitig unverwundbar warst, du warst nicht in der Lage, ihm zu entgehen. Es ging wirklich nur, indem du deinen Job fertig gemacht hast. Dann, erst dann, hat er abgelassen. Tja, und das war spätestens dann ein Problem, wenn der notorische Platzmangel herrschte. Ja, denn später im Level ging es nicht nur einfach darum, von einer Plattform zur nächsten zu laufen und versuchen, den Gegner zu erwischen oder so, sondern wart ihr teilweise eingesperrt gewesen und musstet dann auf eure Blasen draufspringen und versuchen, irgendwie über das Hindernis rüberzukommen, was verdammt schwer war. Vor allem in manchen Leveln, Level 90, wenn du versuchen musst, diese extremen Höhen dazu erklimmen, das war absolut unfassbar. Und viele Extra-Leben hattet ihr auch nicht gerade. Also ihr seht schon, nicht gerade ein einfacher Titel. Einmal getroffen, schon ein Leben verloren und allzu viele Extra-Leben hattet ihr nicht. Also dafür, dass ihr euch durch insgesamt 100 Level schlagen müsst, mit der immer gleichen Levelmusik, hattet ihr erstaunlich wenig Leben.
Deswegen wart ihr wirklich darauf angewiesen, vielleicht sogar Level zu skippen, nicht jedes Level zu machen. Oder ihr habt euch einfach einen Partner mit ins Boot geholt. Ich habe das Spiel ja darüber kennengelernt, dass ich meine Geschwister quasi beim Zocken immer beobachtet habe. Mein mittlerer Bruder und meine Schwester haben das Spiel immer zusammen gespielt. Jedenfalls konntet ihr das Spiel auch zu zweit spielen. Und das war mitunter eine wirklich deutliche Erleichterung, wenn man zu zweit im Level die Gegner aufmischen durfte. Hier auf meinem Let's Play Channel wisst ihr vielleicht auch noch, damals hat der gute Matze mitgewirkt. In den letzten Parts, und das hat die Sache tatsächlich wesentlich erleichtert. Wir haben natürlich mit unendlich Leben gespielt. Es wäre auch gar nicht anders gegangen. Auch damals hatte ich eine Version mit Trainer, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Und ja, damals hatten wir uns dann so durchgekämpft. Das war eine unfassbar witzige Aufnahme. Leider technisch auf einem sehr, sehr schwachen Niveau. Aber trotz allem natürlich sehr, 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 sehr coole Geschichte. Nein, der böse Monstertyp, will uns wieder umbringen. So weit wird es nicht kommen, hoffentlich. Ach, der hat mich schon umgebracht, kein Problem. Oh, okay, na dann. Aber da ist noch einer, ich glaube, der will dich umbringen. Nein, ja. Der will dich umbringen, ja, gut. Der wird mich umbringen, verdammt. Ja. Und nicht nur mit dem zweiten Spieler wart ihr wehrhaft. Wenn ihr wirklich gar nicht zu Rande kamt, hat das Spiel euch nicht nur mit Hilfe von diversen Level-Skips oder Unverwundbarkeits-Power-Ups unter die Arme gegriffen. Nein, ab und zu gab es auch mal sehr, sehr hilfreiche Blasen. Denn nicht nur die Blasen von euch waren interessant, ab und zu tauchten auch mal im Level Blasen auf. Und diese enthielten dann auch schon mal ein bisschen Wasser, ein bisschen viel Wasser, mit dem man die Gegner dann auch mal auf einen Streich wegspülen konnte. Oder ordentlich Feuer unterm Hintern machen konnte, denn auch Feuerblasen gab es, wie es sich für einen Drachen gehört. Yeah! Und dann gab es noch die Blasen mit den Buchstaben. Und wenn ihr da es schafft, das Wort Extend zu buchstabieren, dann... Yay! Wieder Levelskip, meine Freunde! Lohnt sich! Und habt ihr das alles endlich hinter euch? Dann seid ihr bei ihm! Ich habe vorhin von Drunk gesprochen! Jetzt wird es Zeit für Super Drunk! Ich lasse die Musik einfach mal kurz auf euch wirken. Ganz kurz nur. Ja, Super Drunk! Der im Grunde die Personifizierung des DVD-Logos war auf dem DVD-Player-Bildschirmschoner, oder? Ihr wisst schon, dieses Logo, welches immer quer durch den Bildschirm läuft, aber nie wirklich in der Ecke anzukommen scheint? Super Drunk war genau dieses Prinzip. Nur dass Super Drunk deutlich häufiger in der Ecke erschien. Man war eigentlich nirgendwo richtig sicher. Denn der war so groß, der hat ja schon ein bisschen was vom Bildschirm abgedeckt. Oh weia. Aber habt ihr auch das geschafft? Seid ihr endlich ein wahrer Held? Vielen Dank, Bob. Vielen Dank, Bob. Und vielen Dank, Super Drunk, für deine tolle Musik. Es hat mir viel Freude bereitet. Das Spielprinzip mag immer das gleiche sein, aber dadurch, dass du eben doch nicht immer nur die gleichen Gegner bekämpfst, sondern auch eine gewisse Gegnerauswahl hast, dadurch, dass die Level eben nicht alle gleich aussehen, sondern sie mitunter sehr, sehr schöne Ideen hatten, wie sie die Level gestalten, dass nicht unbedingt eins dem anderen gleicht, das hat mir doch echt sehr, sehr gut gefallen. Bubble Bobble ist ein Spiel, in dem sehr, sehr viel Liebe drin steckt, und die C64-Version, die habe ich definitiv genossen. Vielen Dank, Firebird, für dieses tolle Spiel. Das so an. Oh! Dieser Typ, der diese Musik gemacht hat, der muss getötet werden, wenn er nicht schon tot ist. Der darf nicht weiter frei herumlaufen. Hey, ich habe ihn einmal getroffen. Wuhu! Nur noch 9999 Mal. Das ist gut. Oh, diese Musik. Weißt du was? Ich gebe dir Blasenunterstützung. Ich danke dir. Das nützt zwar nichts, aber nein, was soll's. Renn weg. Oh nein! Dieser Typ. Dem sein Muster ist völlig undurchschaubar. Also eigentlich doch. Ja, du hast recht. Eigentlich schon, ich stelle mich total blöd an. Oh, jetzt habe ich ihn.